Zentralwert. Wenn wir hier verschiedene Werte haben, gehen wir hier nach rechts. Wir haben hier insgesamt 9 Werte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und davon wollen wir den Zentralwert bilden. Das heißt, die sind hier zunächst unsortiert. Die müssen wir jetzt erstmal sortieren. Und zwar von links nach rechts. Links schreiben wir die kleinen Zahlen, also die kleinsten Zahlen. Und rechts werden dann die größten Zahlen hingeschrieben. Und zwar fangen wir an, was ist hier die kleinste Zahl in dieser ganzen Reihe hier? Da die kleinste Zahl ist 2, ne? 2 Kilogramm. Schreiben wir hier hin erstmal 2 Kilogramm. Können wir die auch durchstreichen hier? Die nächstkleinste Zahl ist 5 Kilogramm, ne? Streichen wir auch durch. Die nächstkleinste Zahl ist 6 Kilogramm. Streichen wir durch. Dann gucken wir nochmal. Die nächstkleinste Zahl dann ist 7 Kilogramm. Oder die nächstgrößere Zahl. Ne? Die sortieren wir jetzt. Ne? Und nächste ist dann 8 Kilogramm, dann haben wir hier nochmal 8 Kilogramm, das ist egal. Da schreiben wir also 2 mal 8 Kilogramm hin. 8 Kilogramm und 8 Kilogramm. Einmal hier durchstreichen und einmal hier. So, was haben wir hier noch? 9, 15 und 10. Ne? Also die nächste Zahl wäre dann 9 Kilogramm. 9 Kilogramm. So, 9 Kilogramm. Auch durchstreichen. Die nächste Zahl wäre 10 Kilogramm, ne? Streichen wir die durch. Die nächste Zahl wäre 15, ne? 15 Kilogramm. 15 Kilogramm. Genau, streichen wir die durch. Jetzt haben wir diese Zahlen sortiert. Ne? Und wir wollen jetzt den Zentralwert wissen, herausfinden. Der Zentralwert liegt jetzt in der Mitte. Das zählen wir ab. Von ganz rechts außen und von links außen zählen wir es einfach ab. Nehmen die beiden Werte. Also 15 und 2, dann die nächsten werden 10 und 5, dann 9 und 6, gehen immer weiter in die Mitte, ne? 9 und 6, 8 und 7. Und jetzt haben wir im Zentrum die 8, 8 Kilogramm. 8 Kilogramm ist der Zentralwert, ne? Weil vom Zentralwert auf der linken Seite stehen 1, 2, 3, 4 Zahlen, ne? Und vom Zentralwert auf der rechten Seite stehen 1, 2, 3, 4. Ne? Wenn wir jetzt aber, das wäre jetzt der Zentralwert, haben wir jetzt rausgefunden, das ist schon sozusagen das Ende der Aufgabe. Hier haben wir ja 9 Zahlen, in der Mitte liegt also diese 8 Kilogramm. Wenn wir aber 10 Zahlen hätten, sage ich mal hier, kommt nochmal 1 Kilogramm dazu. Dann ist das nicht mal der Zentralwert hier, die 8, ne? Nicht mal die 8, sondern eine andere Zahl. Und zwar zählen wir wieder ab. Von rechts außen und von links außen gehen wir immer mit den Fingern, mit beiden Fingern, immer weiter in die Mitte, ne? Also fangen wir an. 1 Kilogramm und 15 Kilogramm. 2 Kilogramm und 10 Kilogramm. 5 Kilogramm und 9 Kilogramm. 6 Kilogramm und 8 Kilogramm. Hier sind wir, 6 Kilogramm und 8 Kilogramm. Und jetzt kommt 8 Kilogramm und 7 Kilogramm. Und in der Mitte von 7 und 8 Kilogramm, in der Mitte ist der Zentralwert. Ne? Jetzt müssen wir von diesen beiden Zahlen, von 7 und 8 Kilogramm, den Mittelwert bilden, um den Zentralwert rauszukriegen, der hier in der Mitte liegt. Ne? Also schreiben wir hier hin, 7 plus 8 geteilt durch 2. Ne?
7 plus 8 sind 15. 15 durch 2 sind 7,5, ne? 7,5 wäre jetzt der Zentralwert. Jetzt mache ich mal einen Pfeil hin. Hier in der Mitte. Genau hier liegt 7,5 Kilogramm. Ne? Zwischen der 7 und der 8 ist genau diese Zahl 7,5 Kilogramm. Kann ich nochmal Kilogramm drüber schreiben? Ne? Oder dahinter? Genau. Ja, das war schon zum Thema Zentralwert.